übernehmen lässt. Ja, die kommst du darauf. Okay. Danke, Joachim. Okay, erstmal, ja, hallo wieder an die Hallo, Flo. Community, liebe Muka. Wir freuen uns riesig, heute um 13 Uhr wieder mit euch zusammengeschaltet zu sein, euch dabei zu haben. Schon 26 Teilnehmer, juhu, die sich aus der Mittagspause rausgerissen haben, um uns zu sehen. Super Wahnsinn. Und wir hatten euch ja schon angekündigt, wir haben eine kleine Überraschung diese Woche eingebaut. Und zwar haben wir uns drei geschätzte Führungskräfte aus dem Otto-Bock-Unternehmen eingeladen, die mit uns einmal das Thema des heutigen Tages, nämlich Lernkultur, diskutieren werden. Also schon mal danke an euch, dass ihr heute dabei Gerne, seid. sehr Wir freuen gerne. uns riesig. Und ja, was wir auf jeden Fall als erstes hier machen möchten, ist euch ein riesiges ein Like und Danke auszusprechen, weil also super Feedback. Wir haben eben schon mal lachend gesagt, wenn wir am Freitag in der letzten Aufzeichnung Ringe unter den Augen haben und nächste Woche erstmal Urlaub brauchen, dann heißt das wirklich, oder vielmehr, das kommt dann dadurch, dass wir so viel zu lesen haben und Links zu verfolgen haben und zu tun haben und zu antworten haben, was wir gerne tun natürlich, auf jeden Fall, dass wir gar nicht hinterherkommen irgendwo. Und von daher echt nochmal ein riesiges Dankeschön an euch für den Zuspruch, das Feedback, die Blumen quasi, die wir bekommen und vor allen Dingen für die Wahnsinnskommentare. Also wir haben hier ein eigenes Board angelegt, schon mit den Learnings für jeden Tag. Das wächst und wächst und wächst. Und haben schon überlegt, oh Gott, wann wollen wir das alles bearbeiten? Heißt aber nicht, dass ihr damit stoppt, sondern wir freuen uns natürlich auf weiteren Input. Also, worum geht es heute? Ihr wisst ja noch, unsere Leitfrage lautet nach wie vor zurück in die Zukunft. Was müssen wir beachten, wenn wir Lernen 4.0 in einem traditionellen und gleichzeitig innovativen Unternehmen verankern wollen? Was hier auch noch hängt, ist ein kleines Schildchen mit Pause, weil ich bin schon per Tweet darauf aufmerksam gemacht worden, vielleicht doch etwas langsamer zu reden und auch mal zu atmen. Also das werden wir zwischendurch jetzt auch versuchen und die lieben Kollegen werden mich dabei unterstützen. Besonders das Atmen, ja. Das vor allem, genau. Also Joachim unterwegs, ich weiß, du hörst irgendwie von unterwegs zu, ich versuche es jetzt einfach mal. Kannst du mir ja später zurückfliegen. Gut, das ist unsere Leitfrage, mit der beschäftigen wir uns ja tatsächlich schon seit Montag. Am Montag habt ihr uns ja kennengelernt, da haben wir uns vorgestellt. Gestern haben wir uns mit dem Thema Mindset auseinandergesetzt. Das heißt, ihr habt eure eigene Lernreise angetreten, habt selber mal geschaut, wie bin ich unterwegs, wie lerne ich im Unternehmen, welche Zeit habe ich, welche Medien nutze ich, etc. Und heute Morgen hatten wir das Thema Lernkultur freigeschaltet, haben euch auch einen super Podcast mitgegeben, um einfach mal zu gucken, ja, welche Rahmenbedingungen bietet eigentlich meine Umgebung? Also kann ich überhaupt so lernen? Wie lernen denn die anderen? Und haben euch natürlich auch Leitfragen wieder mitgegeben durch den Tag. Und wollen das Ganze tatsächlich jetzt aber auch einmal mit unseren Führungskräften gerne besprechen. Und deshalb gebe ich jetzt einmal kurz ab in die Runde, damit sich jeder kurz vorstellen kann und sagen kann, wer ist denn heute hier am Tisch? Und natürlich sage ich Ladies first. Ah, Dankeschön. Dankeschön schon. Ja, Ladies first, mein Name ist Jeanette Klaus. Ich bin jetzt schon seit 15 Jahren im Unternehmen, allerdings in der Position Leiterin Digitales Marketing jetzt seit circa 4 Jahren. Ich liebe den Job, weil es tatsächlich das vereint, was mir immer am Herzen liegt. Das heißt, ich muss auf der einen Seite ganz strategisch gucken, wo soll die Reise hingehen, weil gerade in Technologien Investitionen dahinter steht. Wie können wir die Unternehmensziele in Marketing, Kommunikation nach außen hin sichtbar machen? Aber eben auch ganz viel operatives Ausprobieren, Austesten und einfach mal machen, weil digital ändert sich so schnell, dass es wirklich ja davon abhängt, dran zu bleiben. Und deswegen treibt mich das an, beschäftigt mich und ja, ich liebe es. Was heißt denn Lernen für dich, Jeanette? Dann frage ich die Frage direkt. Lernen, sage ich tatsächlich, ist mal so eine Definitionsfrage. Viele verbinden Lernen nur in Anführungsstrichen mit der schulischen Lerngeschichte. Das heißt, ich gehe in einen Kurs oder ich setze mich irgendwo hin, da ist offiziell was organisiert. Für mich ist Lernen eher was anderes, nämlich wirklich die Anwendung. Das heißt, ich habe eine Fragestellung, ich lese mich kurz ein, das können manchmal auch 5 Minuten sein. Und ich versuche es umzusetzen, auch gedanklich zu integrieren und dann hat eigentlich schon aus meiner Sicht ein Lernprozess stattgefunden. Wunderbar, vielen Dank. Wer möchte? Wer Okay, übernimmt? das war mein Aha, Uhrzeigerbild. okay. Mein Name ist Frank Böhmers, ich bin Geschäftsbereichsleiter bei Otto Bock für den Geschäftsbereich Orthetik. Das ist der kleinste Geschäftsbereich bei Otto Bock, aber der mit dem größten Markt, also auch wahrscheinlich mit den größten Chancen. Ich bin seit knapp 3 Jahren hier im Unternehmen. Und ja, was heißt eigentlich Orthetik, werden sich vielleicht manche fragen. Wir haben zwei Bereiche. Der eine Bereich nennt sich Activity in Sports Medicine. Da geht es um Sportverletzungen, die Sie hoffentlich nicht erlebt haben, aber mit Sicherheit kennen, sprich Umknicktrauma am Sprunggelenk,
also ein Bänderriss am Sprunggelenk oder ein Bänderriss am Kniegelenk, vorderes Kreuzband zum Beispiel, dass das halt entsprechend funktionell versorgt wird. Der andere Bereich ist der Bereich der Neuroorthopädie, ein Bereich, wo Patienten halt Limitationen haben aufgrund von Schlaganfall, von Polio oder von MS. Und das entsprechend orthetisch so versorgt wird, dass die Patienten, die Anwender letztendlich wieder vernünftig laufen können, am Leben teilhaben können. Und ja, das im Grunde genommen verkörpert Orthesen. Das ist kein Implantat, sitzt außen am Körper, wird zum Teil nur temporär getragen. Und ja, meine Aufgabe als Business Unit Manager oder unsere Aufgabe ist letztendlich, wir sind zuständig für das globale Portfolio und sind in der Business Unit in einer Sandwich-Position zwischen den Märkten einerseits und der Entwicklung andererseits. Was heißt denn Lernen für dich, Frank? Lernen für mich ist Daily Living. Es ist Aha. einfach so eine tägliche Aktivität, die auch für mich dazugehört. Wir leben, haben wir vorhin noch schon darüber gesprochen, in Disruptive Age. Die Geschwindigkeit, in der sich Dinge verändern, nimmt immer mehr zu, obwohl man das kaum glauben mag, aber es ist so. Und dazu gehört natürlich auch Lernen. Dazu gehört, dass man neueste Trends aufnimmt, bewertet, offen ist. Und ich finde es aber eine tolle Gelegenheit, eine tolle Chance für alle von uns, uns auch weiterzuentwickeln. Dankeschön. Erik. So, mein Name ist Erik Albrecht Latsch. Ich bin auch seit 15 Jahren ungefähr hier, seit 2002. Bin seit 2009 zuständig für die Abteilung Embedded Systems und ja, wir sind dafür zuständig, gute Softwarelösungen und Hardwarelösungen für die Integration in mechatronische Systeme zu entwickeln. Also unsere Prothesen, Orthesen manchmal sind auch ein bisschen komplizierter aufgebaut, mit Sensoren und mit Aktuatoren und da muss eine Steuerung her. Und unsere Aufgabe ist es, diese Steuerung zu realisieren. Zusätzlich dazu habe ich noch eine Zuständigkeit für Prüfmaschinen. Wir müssen den Maschinen beibringen, wie Menschen gehen, sodass unsere Produkte vernünftig getestet werden, dass sie hinterher im Markt auch gut halten. Und wenn ich gleich die Frage, ich ahne die Frage, die du jetzt hast, Freue ja? mich, dass du die Frage schon mal aus dem Ja, abliest. genau. Genau. Das ist halt so in unserem Bereich so, dass wir in der Tat auch, wie Sie es gerade gesagt haben, natürlich jeden Tag was dazulernen müssen. Also ehrlich gesagt ist es so, dass unsere Projekte immer so laufen, dass sich da eigentlich relativ wenig wiederholt. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und wir müssen uns natürlich auch gerade im Software- und digitalen Bereich Elektronik, da hat man Paradigmenwechsel alle 6 Monate oder alle 5 Monate. Und wenn man da nicht in der Lage ist, sich immer wieder darauf einzustellen, dann ist man ruckzuck technisch weg vom Fenster. Ja, und deshalb ist das in der Tat unser Daily Business, uns darauf einzustellen. Jetzt ist gerade wieder Cloud in, jetzt muss man da schauen, was man da alles lernen muss. Insofern, ja, täglich Brot Ja. bei uns, würde ich sagen. Okay. Gut, dann schon mal danke. Also die kurze Vorstellung. Und wie ihr jetzt garantiert mitbekommen habt, also das hier ist keine Konserve, das ist keine Aufzeichnung, das ist live. So, und das bedeutet nämlich auch, wir freuen uns riesig, wenn ihr wieder aktiv im Chat mitmacht oder euch gerne auch später zuschaltet und tatsächlich den Mut habt, also denkt an Hashtag Mutanfall von Harald, euch dann live zuzuschalten, wenn wir eine Fragerunde aufmachen. Aber wir werden jetzt natürlich erstmal ein bisschen diskutieren und unsere allerliebsten Kollegen sind natürlich auch im Chat mit unterwegs und betreuen euch wieder und beantworten eure Fragen und schauen auch, welche Fragen uns weitergeleitet werden. Also ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, auch heute direkt Fragen an die Führungskräfte zu stellen. Also die sind da schon vorgewarnt, die wissen das, die freuen sich drauf. Also keine Scheu, keine Hemmungen, hämmert in die Tasten oder schaltet euch gleich zu. Alles ist erlaubt, wie immer. Gut. So, dann schauen wir mal. Also Brücke, Thema des Tages. Ja, wir haben ja gesagt, es geht die ganze Zeit um Lernkultur und ja, Kultur. Ihr habt vielleicht der eine oder andere den Podcast heute Morgen schon gehört oder den Artikel gelesen. Wir stehen auch hier mit unserer Meinung dazu, dass wir sagen, ja, also Kultur ist nicht etwas, was man in ein Paket packen kann oder über Nacht in einem Seminar lernen kann, am nächsten Tag anwenden kann, sondern wir sagen, Kultur ist halt das Gedächtnis des Unternehmens. Also Kultur und Lernkultur entsteht einfach aus dem Verhalten, das in einem Unternehmen unterwegs ist und das geduldet ist oder unterstützt wird. Also es ist ein Ergebnis von etwas. Es ist nicht etwas an sich, sondern ein Ergebnis. Und wir hatten eben hier schon eine ganz interessante Diskussion vorher, als wir mit der Leitfrage um die Ecke kamen und gesagt haben, ja, Otto Bock ist halt traditionell und innovativ. Und da entspannen sich dann schon die ersten Fragen und Diskussionen. Das würde ich gerne nochmal in die Runde geben und sagen, was waren so eure ersten Gedanken, als ihr gesehen habt, ja, traditionell und innovativ verheiraten, wie ihr es genannt haben. Wer möchte?
Ja, mir fällt dazu ein, zum Beispiel so ein Thema Tool-Einführung bei uns. Ja, also wir haben ja hier eine Vielzahl von Software-Werkzeugen und da gibt es halt die einen, die steigen da sofort drauf ein. Also das sind gerade so die Software-Bereiche oder Digital Marketing, denke ich, die sind da sehr, sehr Tool-affin und sagen, ach, dann nehme ich mal wieder ein neues Programm, lerne ich noch dazu. Und dann gibt es halt eine andere Front, die uns immer wieder in Diskussionen natürlich dann begegnet, die sagen, das ist noch ein Werkzeug, muss das denn jetzt wirklich sein? Und also das Thema, das kenne ich jedenfalls von mir so, ne, dass da so zwei Welten häufiger hier mal kollidieren. Ne? Gerade also, wenn man jetzt überlegt, auch die Nutzung von solchen Kanban-Boards, das war eine Diskussion, die wir eben kurz im Vorfeld hatten, ob man das mit analog oder digital macht. Ja? Was sind da die Vor- und die Nachteile? Da gibt es hier so teilweise auch ziemliche Fronten, die sich da gebildet haben, was dann besser ist. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion immer wieder. Die Frage ist, Kollision ist gerade als Stichwort gefallen, muss es halt wirklich immer eine Kollision sein? Ich glaube, es zehrt häufig an Energien, weil man diese unterschiedlichen, ne, die Early Adopters, wie man sie manchmal nennt, oder die Bewahrer auf der anderen Seite hat. Aber letztendlich bin ich wirklich davon überzeugt, dass die Heterogenität, egal in welcher Ausprägung, ob Tradition und Erneuerung und Innovation oder ob das eher von wie man adaptiert, immer Punkte hervorbringt, die man auf jeden Fall vorher wahrscheinlich so nicht bedacht hat. Und deswegen macht das Spektrum breiter und deswegen glaube ich, hat da jedes seinen Wert. Wie gesagt, manchmal gehört ein bisschen Durchhaltungsvermögen und Energie dazu, um sich da durchzufinden. Und dann tut man sich vielleicht auch mit einem Innovator leichter als mit einem Bewahrer. Aber letztendlich sind auch da einfach valide und wichtige Punkte drin. Glaube, es gibt auch einfach unterschiedliche Felder. Also das Beispiel, was Erik jetzt gerade angesprochen hat, finde ich völlig in Ordnung, dass man sagt, die einen gehen mit so einer Projektliste analog um, die anderen gehen damit digital um. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Vorlieben, aber ich glaube auch wahrscheinlich ja, unterschiedliche Fähigkeiten damit umzugehen. Ich bin auch eher ein Typ, der mit einem analogen Board das anfangen kann, was immer funktioniert und auch da hängt was, aber trotzdem auch lebt. Das sind Dinge, die finde ich gar nicht schwierig. Da geht es mehr um die Wertschätzung, die man dem anderen entgegenbringt, für diese andere Einstellung. Wo ich es zum Teil behindert finde, wo wirklich Tradition auf der einen Seite mit sehr viel Erfahrung und sehr viel auch Geschichten, die bei uns über lange Zeit bei Ottobock passiert sind, behaftet sind und dann vielleicht neuere Ideen, neue innovative Sachen, das wird zum Teil gebremst, wenn das aufeinander trifft. Ja, da ist einfach so, da wenig Verständnis da. Und ich glaube, da wäre ein Ansatzpunkt, wie kann man offener mit solchen Themen umgehen, gerade in Zeiten der Veränderung. Ich habe es vorhin ja auch gesagt, dieses Verheiraten ist für mich eigentlich gar nicht so der Punkt. Also wir wollen ja keine traditionelle Innovation, sondern wir wollen die Tradition schätzen, das, was es an Orientierung, an Sicherheit und auch Erfahrung mitbringt. Aber wir wollen uns auch man sagt immer so schön, Time to Market, doch möglichst schnell auch an die Gegebenheiten im Markt anpassen. Eigentlich wollen wir sogar dem Ganzen voraus sein. Wir wollen nicht nur folgen, sondern wollen dem auch voraus sein. Dafür brauchen wir einfach Geschwindigkeit. Dafür, das setzt aber voraus, dass wir auch den Großteil, alle werden wir nicht mitnehmen können, aber den Großteil der Leute auch mitnehmen können und damit auch die traditionellen Werte damit reinbringen können. Aber es beschäftigt sich ja viel, nehme ich wahr, auch in unserer Diskussion jetzt wieder mit Haltung. Also Offenheit einander gegenüber zu bringen, Wertschätzung war gerade genannt. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, dass es gar nicht so sehr darum geht, ob Innovation oder Tradition, also entweder oder in so eine Diskussion, sondern wie man miteinander umgeht, um genau das eben dann auch nach vorne zu Als bringen. ein Punkt. Ich glaube, die Haltung ist ein Thema, das andere ist aber auch die Veränderungsbereitschaft. Das Anerkennen, dass sich Dinge ändern. Das, was gestern war, das ist immer wieder, ich weiß nicht, wie das hier bei den Teilnehmern ist, die jetzt gerade zuhören, kann mir vorstellen, dass vielleicht ähnliches in traditionellen, familiengeführten Unternehmen, dass man immer wieder darauf zurückgeht. Was hat man für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht? Die Erfahrungen haben einen gewissen Wert, aber die Zukunft wird anders aussehen. Das wissen wir heute. Ja, das haben Und wir auch dann jetzt brauchen wir auch gerade, andere Lösungen. haben wir in dem Veränderungsprojekt, was wir intern haben, ja auch gelernt, dass es also keinen Sinn macht, zu sagen, was in der Vergangenheit war, ist alles schlecht, wir machen es jetzt anders, sondern man muss es so machen, dass man sagt, bis hierhin war es genau richtig, jetzt ist die Situation eine andere, wir müssen jetzt in der Zukunft anders agieren, um weiterhin erfolgreich zu sein. Das haben wir da auch festgestellt. Man muss die Leute eben bei solchen Veränderungen oder auch meinetwegen jetzt bei Tool-Themen, da kann man nicht mit der Brechstange kommen und sagen, wir nehmen jetzt das neue Tool, weil das ist ja das, was wir
was jetzt hier der Standard ist und ihr müsst das jetzt machen, sondern ich fürchte, man muss dann noch die Überzeugungsarbeit leisten und erklären, warum das wichtig ist, das einzusetzen und was das für Vorteile hat, um die Leute auf seine, jedenfalls eine kritische Masse auf seine Seite zu bringen. Ja? Also genau. Das ist total wichtig. Genau. Das passt wunderbar. Dann Weil bin wir ich brauchen nämlich ja die Erfahrung auch. Ja. Würde ich zur nächsten Frage überleiten. Wir haben uns gar nicht abgesprochen, das passt perfekt. Und zwar, ihr habt es gerade so schön gesagt, also Veränderungen stehen definitiv an. Das ist so, das wissen wir auch alle. Und ich glaube, wir haben schon alle mitbekommen, die werden auch schneller sein als Veränderungen, die vielleicht in der Vergangenheit unterwegs waren, weil alles einfach an Tempo zunimmt und sehr disruptiv ist zum Teil. Ganz genau. Und bedeutet natürlich auch, dass Menschen in einem Unternehmen und das Unternehmen halt lernen muss. Und deshalb würde ich euch jetzt einfach mal gerne fragen, wie seht ihr denn gerade jetzt mal einfach das ganz große Bild Lernkultur bei Otto Bock? Wie würdet ihr das gerade in zwei, drei Sätzen beschreiben? Wer mag anfangen? Regensurfen. Nein, stage is yours. Oder überlegt einfach mal kurz. Ich soll ja Pause machen, habe ich ja gehört. Lernkultur bei Otto Bock, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht die, die Standardantwort darauf geben. Für mich ist Lernen im Unternehmen heute sehr facettenreicher. Das sind unterschiedlichste Formate. Wir haben unsere Academy, wir haben unsere Lernangebote, die man wahrnehmen kann. Das Ganze ist sehr, sehr strukturiert dargestellt, was ich auch sehr gut finde, also nach Themen strukturiert und auch nach den verschiedensten Formaten, ob es jetzt Online-Trainings sind oder Seminare, Workshops, wie auch immer. Das finde ich sehr hilfreich. Das nehmen meine Mitarbeiter auch sehr gerne an. Da würde ich mir übrigens mal wünschen, dass wir auch noch mehr von diesen modernen Change-Themen noch mit reinnehmen. Die vielleicht auch die herausfordernder sind, sicherlich auch für die Referenten, aber die uns sicherlich auch dabei helfen können. Aber Lernen findet auch für mich jeden Tag am Arbeitsplatz statt. Und das ist, ich denke da sehr viel an Enablement, ja? Dass man wirklich darüber spricht, okay, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, was können wir machen, wie können wir Prozesse verbessern, wie können wir den Austausch verbessern, also sprich Kommunikation, sprich Tools, sprich einfach die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und das ist für mich so eine technische Herausforderung, aber auch was ich unheimlich motivierend finde, weil das wirklich auch im Endeffekt zu Veränderungen beiträgt. Das ist weiteren natürlich die Projekte, die wir haben zahlreiche Projekte, das nehmen wir zu viele Projekte im Moment, at the same time. Ich hatte gerade heute Mittag als kleine Anekdote die Erfahrung hier in unserer Kantine, wo ein Mitarbeiter sagte, Mensch, das war toll, wir hatten ein Drive-Projekt, da geht es um unseren Produktentwicklungsprozess, unseren PEP-Prozess, und wo wir uns aus unterschiedlichsten Ebenen getroffen haben vor kurzem und über dieses Drive-Projekt nochmal gesprochen haben, nochmal signiert haben, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und er fand es toll, den Austausch, den man einfach hat, weil er einfach sagt, ich habe nochmal neue Aspekte gesehen, die ihm gar nicht so klar waren. Und ich konnte ihm das gleiche auch sagen, war für mich genauso, das war ein Mitarbeiter jetzt aus der Produktion. Und also insofern, glaube ich, gibt es einfach vielfältigste Möglichkeiten zu lernen. Und das passt auch zu dem, was Sie gesagt haben, Lernen nicht nur in der Schule, sondern im Grunde genommen, also für mich der allergrößte Lernplatz ist wirklich der Arbeitsplatz an sich. Ja, die Aufgabe. Ne? Die Aufgabe, ja. Also, ja, wobei, genau, einer kurzer Einwurf einfach nur auch für euch beide, dann Möglichkeiten, werden die aber auch genutzt. Also das würde ich dann einfach nur mal mit in den Ring werfen, ne? Weil es ist ja toll, wenn man Blumenstrauß zur Verfügung stellt, aber wie wird das auch genutzt? Mhm. Also von daher nochmal eine Frage an euch beide zurück auch. Wie seht ihr die Lernkultur bei Otto Bock? Also grundsätzlich empfinde ich Otto Bock so, dass wir eine große Offenheit haben, viele Dinge ausprobieren dürfen, was auch viel an Führungskräften hängt. Das heißt, wir haben ein Standardprogramm durch die Academy, was schon mal da ist, was viele Dinge, die standardmäßig sein soll, Orientierungsprogramm, Englisch, also das, was so jeder hat, schon mitbringt und uns da auch entlastet an vielen Stellen, aber auch die Offenheit, dass jeder in seinem Bereich Dinge vorantreiben darf. Mhm. Das schätze ich sehr. Was wir allerdings merken, bei uns im Digital Marketing ändert sich ja wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel und eben auch weltweit sehr viel, und wir sind nun mal auch weltweit international tätig und verantwortlich. Und was wir merken ist, dass aber Mitarbeiter sukzessive überfordert sind. Das heißt also,
Wir versuchen immer wieder Convenience, Bequemlichkeit, einfach ist super. Wir bieten vieles, jeder probiert vieles aus, aber irgendwann, wenn es bei einem Mitarbeiter mit zu vielen Optionen und Sachen zusammenkommt, dann je sicherlich auch in Abhängigkeit von der Persönlichkeit, fängt er manchmal auch dann an und sagt, jetzt wird es zu viel, jetzt sind zu viele Optionen, die ich habe, jetzt ist es zu viel und wünscht sich dann auch wieder ein bisschen mehr Struktur. Das heißt also, da, wie gesagt, so ein Balanceakt für jeden von uns, glaube ich, zumindest nehme ich das so wahr, Formen zu finden, die auf der einen Seite eine gewisse Struktur bieten, auf der anderen Seite Offenheit bieten, aber so immer wieder kalibriert werden müssen, wo die Mitarbeiter gerade stehen, was sie an Rahmenbedingungen vorfinden und wie sie sich damit auseinandersetzen können. Okay, Erik. Ja, also ich würde sagen, die Lernkultur ist vor allen Dingen dadurch geprägt, dass wir unsere Aufgaben erledigen und dabei auf Herausforderungen und Probleme stoßen. Ja? Und Lernen funktioniert dann immer besonders gut, wenn die Herausforderung wahnsinnig groß war und die Fehler sich ordentlich eingebrannt haben. Ne? Also wir haben neulich mal eine Umfrage gemacht, was war an Projekten gut, ja, und was ist schlecht gelaufen. Die Sachen, wo auch mal was schlecht gelaufen ist, da wissen die Leute noch ganz genau, was es war. Mhm. Wenn es insgesamt gut war, das ist dann relativ schwammig. Ja? Und was dann wenig systematisch im Moment noch ist, ist vielleicht, wie hält man das so fest, dass das nächste Projekt oder die nächste Gruppe daraus dann lernen kann, ja. Also das meiste lernen wir beim Tun, auch beim Ausprobieren, auch beim Fehler machen. Und ich finde eigentlich schon, dass wir da auch eine Kultur haben, die das erlaubt. Also es ist nicht so, dass wir hier keine Fehler machen dürfen und dann gibt es einen riesen Aufschrei, sondern ganz im Gegenteil, wir dürfen viel ausprobieren und können dann daraus lernen, aber man muss es eben systematisch festhalten. Mhm. Okay, aber genau das Dokumentieren ist eben was, was uns ganz stark beschäftigt, mhm. weil, wie gesagt, selbst wenn wir es Einzelpersonen herausfinden, muss es ja nach außen wieder weitergegeben werden an die Länder, an verschiedene Stakeholder und das ist tatsächlich das, wo wir gerade vor der Herausforderung stehen. Wie macht man das am besten? Mhm. Wie hält man das nach? Und eben Rahmenbedingungen auch, wie viel Zeit haben die Länder zum Beispiel, das, was wir dokumentieren, verschlagworten, ablegen, dokumentieren, dann auch tatsächlich sich anschauen und das nutzen. Ne? Ja. Und ja. Vielleicht, aber der Bedarf ist da. Ich war jetzt gerade letzte Woche in China unterwegs und das fand ich sehr positiv. Das wurde immer wieder eingefordert. Wir möchten einfach mehr lernen. Mhm. Es war natürlich auch ging natürlich um Produkte und um Anwendungsmöglichkeiten, besseres Verständnis der Indikationen. Das stellt sicherlich auch einen Anspruch an uns als internationales Unternehmen, gerade auch in solchen Emerging Markets, wo jetzt auch gerade Rehabilitation Emerging ist, mhm. auch zu transportieren, also im Sinne von mehr E-Learnings, sozusagen Online-Trainings etc. Ist mir klar geworden, das Thema Education ist dort ein Riesenthema. Mhm. Bekomme gerade ein dezentes Zeichen, dass unglaublich viele Fragen aufgelaufen sind und deshalb würden wir jetzt einfach schon mal den Raum für die erste Fragerunde quasi aufmachen. Also schaltet sich jemand zu, wer hat den Mutanfall oder bekommen wir jetzt gleich Fragen per Chat? Ich habe hier eine wild gestikulierende Kollegin im Hintergrund, das müsstet ihr sehen, das ist fantastisch. Hi, hier ist Steffen. Wenn sich keiner aus dem Publikum meldet, mache ich es mal kurz. Es wurde eben gefragt, wie Führungskräfte auch mit Ängsten von Mitarbeitern umgehen. Also wir hatten eben auch die Überforderung mit zu vielen Kanälen, wie man da auch als Führungskraft Vorbild sein kann, unterstützen kann. Ja, Überforderung mit Kanälen. Was wir versuchen, ist tatsächlich dann Guidance zu geben. Das heißt, wenn ich konkret den Fall bei mir im Team habe, dann setze ich mich mit demjenigen zusammen und wir versuchen uns so ein bisschen ranzurobben im Gespräch, wo der größte Bedarf ist, womit wir anfangen. Also einfach Guidance auch in der Priorisierung zu geben und dann einfach, ich sag mal, im Dschungel ein bisschen in der Navigation zu helfen und das in kleinere Häppchen zu teilen, sodass der Mitarbeiter dann wieder sich ein bisschen sicherer fühlt und wir dann eben auch vereinbaren, dass es schrittweise passieren muss und nicht alles auf einmal. Und in der Regel hat das bisher ganz gut funktioniert. Mhm. Also kann ich nur zustimmen. Also wenn jemand nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, ist das ein klassisches Führungsthema. Und wir können dann gemeinsam diskutieren, was das Beste ist, ne? Und einfach da Guidance geben. Ich habe die Frage aber auch so interpretiert, dass es um Ängste geht. Und es gibt ja nun mal, wenn es um Veränderungen geht, auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die eine gewisse Angst haben oder Zukunftsangst haben, wie auch immer, Angst vor der Veränderung. Und meine Erfahrung ist dort,
dass ein Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter häufig hilft, wo ein Gespräch, wo es um das Thema Klarheit geht, wo man die Erwartungen klar formuliert, auch den Beitrag des Mitarbeiters klar formuliert, sodass es nicht mehr wie so eine Herkulesaufgabe erscheint, sondern dass man irgendwie aufzeigen kann, okay, mit den Erfahrungen, die derjenige oder diejenige hat, wirklich auch, dass es klar ein wesentlicher Bestandteil ist und dass dieser Prozess ja ein Prozess ist, der nicht nur ihn allein betrifft, sondern das ganze Team, das ganze Unternehmen und dass man das da vernünftig und transparent versucht einzubetten und dann sieht das Ganze auch meistens ganz anders aus wieder. Habt ihr noch eine Frage gerade, die aktuell dazu passt? Weil wir natürlich auch noch andere Fragen in der Diskussionsrunde haben. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, Ist die Frage damit beantwortet, wäre jetzt meine Frage. das habe ich jetzt überschlagen, sorry. Nein, richtige Frage natürlich. Stefan, ist die beantwortet damit? Das müssen wir den Frager fragen. Wir nehmen es jetzt erstmal so hin und falls nicht, können wir gerne nochmal nachhaken. Okay, gut. Steffen, habt ihr denn noch eine Frage, wo ihr sagt, die muss jetzt unbedingt an dem Punkt noch gestellt werden? Die gehört genau dahin. Würde ich eher sagen nicht. Also wir haben eine ganze Reihe an Fragen, würden wir aber vielleicht im Nachgang dann machen. Okay, genau. Vielleicht kommen wir auf die Themen ja sowieso noch zu sprechen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal unsere zweite Frage hier auch an, die wir mitgebracht haben. Ihr habt es zum Teil schon ein bisschen angerissen, weil wir haben ja einmal auf das große Ganze geguckt. Wir haben jetzt auf Otterbock insgesamt geguckt. Und es interessiert uns natürlich aber auch brennend, wie würdet ihr denn die Lernkultur in eurem eigenen Team auch beschreiben, vor allen Dingen mit euch als Führungskraft auch mittendrin. Also wie würdet ihr da das Bild für unsere Zuhörer und Zuschauer malen? Wer möchte beginnen? Also, wie funktioniert das bei uns? Das ist ja Software-Elektronik-Class. Ich habe eben schon erzählt, wir müssen uns da ständig auf neue Gegebenheiten einstellen. Da gibt es einen neuen Sensor alle 3, 4 Monate. Dann müssen wir überlegen, den alten nicht mehr zu nehmen, müssen den neuen nehmen. Der funktioniert völlig anders. Da sind die Informationen am aktuellsten logischerweise im Internet. Das heißt, die allermeisten Informationen, die wir irgendwie ziehen, gerade bei der Softwareentwicklung, die ziehen wir aus dem Internet. Und früher haben wir relativ viele Sachen über Bücher gemacht. Ne? Also was ich relativ wenig sehe bei uns im Team, sind Leute, die da sitzen und ein Buch lesen. Das gibt es da ab und zu auch. Aber in den allermeisten Fällen findet das am Rechner statt und es wird über Stack Overflow zum Ja, Beispiel klar, geschaut. logisch. Ne? Also ich habe irgendein Problem, das muss ich lösen, dann gucke ich in das System rein. Gibt es schon mal jemanden, der das Problem schon gelöst hat? Da ist irgendwo die Antwort mit grün, ich kopiere mir das raus, baue es bei mir ein, passt. Ja? Also so in der Art muss man sich das vorstellen. Bei vielen Dingen, das heißt, wir lernen eigentlich von der Community dann viel und von anderen, ne? Also über diese Vernetzung, über die Systeme. Und aus dem Grund haben wir überlegt, ja, es gibt auch Sachen, die wollen wir jetzt nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit diskutieren, ja? Also irgendwelche internen Programmierthemen oder Entwicklungsthemen will man nicht gleich öffentlich diskutieren. Und deshalb haben wir bei uns so ein Open-QA-System eingeführt für unsere internen Fragestellungen, weil das eben so gut funktioniert. Und auch ein Wiki-System, um einfach das Wissen von A nach B zu bekommen. Also das eine ist halt, sich zu unterhalten, das ist auch schön. Aber dann ist irgendjemand nicht da, der die Information hat. Und die Idee ist, das in Systeme zu bringen, wo man die Informationen ja, relativ kurz beschrieben und relativ einfach beschrieben abrufen kann, sodass dann die Information besser von A nach B kommt. Und so nehme ich das wahr. Wir haben tatsächlich vor circa 2, 3 Jahren eine abteilungsbezogene Initiative gestartet. Wir fassen das unter dem Thema Wissensmanagement zusammen, wo wir wirklich in verschiedenen Phasen vorgehen. Das heißt, das erste war ganz banal gewesen, nämlich wir haben uns mal unser Abteilungslaufwerk vorgenommen und uns auf eine gemeinsame Abteilungsablage geeinigt, weil wir schon das Problem hatten, was der eine abgelegt hat, hat der andere nicht mehr automatisch gefunden. Das war so der allererste Schritt gewesen. Sind dann dazu hingegangen, dass eben auch keine Informationen mehr in E-Mails geteilt werden, sondern nur noch mit Link. Also wirklich so ganz, ganz banale Schritte. Und haben das jetzt eben auch ausgeweitet auf Anleitungen schreiben, Wikis nutzen, dokumentieren, aber auch, und das ist unsere größte Errungenschaft, zumindest aus Sicht der Mitarbeiter, wir machen einmal wöchentlich ein WIMA-Meeting, ein Wissensmanagement-Meeting, wo sich die Mitarbeiter ein Thema auswählen und dann, je nachdem einer dazu referiert oder es eine Diskussionsrunde ist, also vom Format her relativ offen, und auch wieder dokumentiert und abgelegt wird. Und das kommt so sehr gut an. Also wir Das merken machen uns, wir auch. WIMA-Meeting. Ja, wir nennen es anders, aber Ach, wie wir nennt machen ihr das das auch. denn? Ich weiß gar nicht, Kreativbenutzungsvorschläge. Wissensaustausch-Meeting oder irgendwie sowas. Ja, also
hat jetzt nicht so einen schönen Namen, aber das ist auch so eine Runde, wo Ja. Themen eingereicht werden, dann wird eingeladen und wer möchte, kann kommen, ist auch kein Muss. Genau, Und dann und so ist auch unser kann Hinweis, man sich über ne? aktuelle Entwicklungsthemen zum Beispiel informieren. Das machen Ja. wir auch noch zusätzlich. Ja. Und wir haben natürlich im Unternehmen, das man ja auch nicht vergessen, dieses UII-System installiert. Useful Interesting Information. Das ist auch eine sehr breit genutzt, vom Unternehmen sehr breit Das genutzte stimmt. Geschichte. Ne? Also, weil das funktioniert relativ einfach über E-Mail. Da wird einfach eine E-Mail an einen riesen Verteiler geschickt. Hier ist eine interessante Information, auch sehr knapp gehalten, die Information. Und ein riesen Verteilerkreis bekommt die. Und da sind schon interessante Diskussionen in großer Runde daraus entstanden, aus diesen UIIs. Okay. Genau. Ich habe noch ein Format, also eigentlich kein Format in dem Sinne, aber bei uns wird das Thema regelmäßiges Feedback, kurzfristiges Feedback, auch von variierenden Leuten, sehr, sehr groß geschrieben. Das heißt einfach nicht nur auf dieses Jahresgespräch warten, sondern wirklich regelmäßig über dieses Feedback auch lernen. Nicht nur vom Vorgesetzten, auch von Kollegen. Also wir sind da alle, wir halten uns alle gegenseitig so an, auch immer wieder nachzufragen, wie ist es jetzt gelaufen, jetzt bei unserem Offsite-Strategy-Meeting, auch mit den Kollegen, die nicht dabei waren, wie die das jetzt im Verlauf erleben und so weiter. Dadurch entsteht auch sehr viel an wirklich wertvollen Gesprächen und inhaltlich wertvollen Gesprächen. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, der auch zu mehr Enabling führt letztendlich, durch einen guten Austausch. Das stimmt. Dann würden wir die Runde wieder aufmachen für unsere liebe Community. Welche Fragen habt ihr an die Führungskräfte? Darf ich einfach mal hier aus Würzburg reinplaudern? Hallo Herbert. Hallo. Hallo Martina und an den Rest. Ihr habt eben gesagt, ihr schickt E-Mails an einen Riesenverteilerkreis. Ja. Habt ihr schon daran gedacht, so etwas Ähnliches wie Slack zu verwenden, wo man ja verschiedene Channels aufmachen kann und jeder lesen kann, was ihn interessiert? Und ich denke eher, das ist die Sache Pull. Wenn ihr riesen E-Mail schreibt, ist die Sache Push. Also ich weiß es nicht. Ich kriege am Tag sehr, sehr viele E-Mails. Und ich bin bei dem Slack, wo die Martina auch tätig ist, eigentlich überzeugt, was mich interessiert, in den Channel gehe ich rein und gucke, was die anderen dazu sagen. Ja, der Grund für diese E-Mail-Flut ist genau das Thema, was wir anfangs diskutiert haben mit den Tool-Lösungen. Ja? Also es sollte eben möglichst einfach sein und möglichst bestehende Systeme nutzen. Wir haben das so gelöst jetzt vorübergehend, also es ist sicherlich nicht so, wie es bleiben soll, aber es funktioniert mal und es gibt viele Leute, die mitmachen. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir eine entsprechende Raute UII davor schreiben und dann kann man sich selber einen Filter einrichten. Das ist zwar noch nicht so high-end und noch nicht so wirklich so ein bisschen oldschool, die ganze Sache, aber es funktioniert und ja, wir wollen auf jeden Fall langfristig auf andere Systeme umsteigen. Aber man kann mit dem Filter da schon einiges machen. Also Dankeschön Pull. und viel Erfolg. Danke, Herbert. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, Ich habe noch einen Block an Fragen, vielleicht der interessiert mich, deswegen bringe ich ihn einfach mal rein, wenn ich darf, ja? dann mal los, Joachim. Ja, und es geht um das Thema Offenheit. Das habt ihr ja sehr stark in eurer Kultur vorgestellt, dass es wichtig ist. Und jetzt gab es da ein paar Fragen dazu, sagt, Offenheit ist gut, aber natürlich bedeutet es auch Ressourcen, Budget, Entscheidungsspielraum, bedeutet aber auch einen Bedarf Veränderung. Wie geht man im Management damit um? Also kann man beliebig offen sein oder hat Offenheit auch eine Grenze? Ja, man kann ja sicherlich nicht jeden Tag auf ein neues Werkzeug offen aufspringen. Es muss eine gewisse Kontinuität bei den Dingen dabei sein. Ja, aber ich denke, man muss die Diskussion offen führen können über neue Möglichkeiten. Ja, man muss dann auch klar begründen, warum es jetzt eben an der Stelle vielleicht nicht weitergeht. Grundsätzlich sind wir schon sehr häufig bereit, neue Dinge einzuführen, denke ich. Ja, aber es ist eben genau richtig. Man muss dann eine gute Balance finden. Eine gute Frequenz, Dinge neu einzuführen und nicht bei jeder Gelegenheit auf den neuen Zug aufzuspringen, sondern eben auch zu sagen, okay, die bestehenden Systeme sind vielleicht auch gut genug im Moment, ja, oder die bestehenden Möglichkeiten. Da muss man eine gute Balance finden und das ist eben eine Managementaufgabe, die immer wieder eine Herausforderung ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass es die allumfassende Antwort gibt, weil auch wieder sicherlich aus Digital-Marketing-Sicht gesprochen, manchmal erfordert einfach das Umfeld, dass man ganz schnell reagiert und obwohl man gerade erst eine Entscheidung getroffen hat, die dann auch zügig wieder revidiert, weil einfach der Trend dahin geht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach Bewusstsein zu haben.
Und was die Rahmenbedingungen sind und warum man sich für das eine oder das andere entschieden hat und dann ja danach auch zu agieren. Die Frage damit beantwortet, Joachim, passt das so? Passt, ja. Und ein zweites Thema betrifft jetzt nochmal das Lernen der Führungskräfte selber, beziehungsweise auch so Formate wie Barcamps oder MOOCs. Wie fühlt sich denn jetzt für die Führungskräfte so ein MOOC eigentlich an? Das ist ja sicher etwas, was er nicht jeden Tag macht. Nee. Was geht euch da im Kopf? Warum macht er da mit? Warum seid ihr davon begeistert? Super Frage, haben wir vergessen zu stellen. Danke. Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich nehme daran teil, weil ich es einfach spannend finde, über die Fragen, die sicherlich nicht nur bei Autobox, sondern auch darüber hinaus interessant sind, diese Leitfrage, wie kann ich in einem traditionellen Unternehmen Innovation noch stärker vorantreiben, ohne den Rest der Mannschaft oder einen Teil der Mannschaft zurückzulassen? Wie kann man überhaupt auch davon lernen, einfach mal Dinge anders zu machen, andere Formate zu verwenden, vielleicht auch im digitalen Bereich, sich da besser aufzustellen? Ich glaube einfach, es ist eine gute Austauschplattform, ist eine interessante und spannende Austauschplattform für unser Human Capital, was unser Capital Number One ist. Also ich finde es einfach immer wieder spannend, mal ein paar neue Sachen auszuprobieren. Ja? Und man lernt ja, ich habe vorhin auch schon gesagt, man lernt ja so an neuen Herausforderungen. Ja? Ich habe sowas jetzt hier noch nie mitgemacht und ich bin sehr gespannt, jetzt auch hinterher nachzuverfolgen, was da im Chat passiert. Und man muss die Dinge einfach mal probieren. Und das ist der Grund, warum ich auch hier bin. Ich habe auch nicht lange überlegt, hier mitzumachen. Ja, ja. Genau. Also auch per se neugierig einfach. Ich habe auch direkt gefragt, welche Plattformen haben sich durchgesetzt, was natürlich für mich dann auch immer ganz relevant ist. Wo tummeln sich Leute? Wie funktioniert? Habe es selbst auch noch nie gemacht, während Facebook Live mittlerweile auch so ein Thema ist, was überall in der Vermarktung aufpoppt. Von daher, ich fand es auch spannend, dabei zu sein, es auszuprobieren. Und vom MOOC her ist es für mich einfach auch spannend gewesen zu sehen, wenn wir Vima als wirklich ein essentielles Erfolgsmodell sehen, wo wir uns in einem Raum austauschen. Wie kann man das eben online machen? Und von daher, ja, perfektes Angebot. Nee, super Frage. Und ich möchte an der Stelle auch echt nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen, weil wir müssen wirklich sagen, also man hat uns im Unternehmen einfach vertraut und hat gesagt, ihr möchtet den MOOC machen, dann macht das auch. Wir unterstützen euch. Und alle haben uns den Rücken total freigehalten und halten uns den Rücken frei. Und das ist halt einfach fantastisch. Echt nochmal ein herzliches Danke. Was nicht heißt, dass wir fertig sind mit dem Panel-Discussion, um Gottes Willen. Ich wollte es mir hier schon mal platzieren, weil es schon passt. Ich wollte einfach mal wissen, welche Best Practices Richtung Lernen habt ihr denn sonst noch so im Unternehmen gesehen, die ihr auch hier einfach mal teilen wollt im Kreis? Oder schon erlebt vielleicht? Das ist auch eine Frage. Also für mich im Moment ist es tatsächlich das WIMA, also dieses Wissensmanagement-Meeting, wo man selbst Themen definieren kann, wo sich der Teilnehmerkreis selbst findet und dann jemand die Moderation übernimmt, auch ganz wichtig, um das Thema dann zu steuern, ist eins der Best Practices, aber auch tatsächlich relativ einfache Dokumentationsformen mit ein paar Regeln zu Tagging, Ablage und Ähnlichem, finde ich, hat sich für bei uns wirklich sehr bewährt. Danke. Ja, wir haben auch schon das ein oder andere probiert über die Jahre, auch an Fehlschlägen tatsächlich auch hinnehmen müssen. Also wir hatten mal überlegt, so eine Bauteildatenbank zu machen mit Bauteilen, die super eingesetzt werden können. Und am Ende des Tages ist es bei solchen Lernsystemen oder solchen Wissensmanagementsystemen immer daran gescheitert, wie einfach es ist, Informationen in das System einzugeben. Also wenn das besonders, das scheint also sehr wichtig zu sein. Das heißt, wenn die Hürde, Informationen dort einzugeben, zu groß ist, dann funktioniert das nicht. Also wir haben da SharePoint ausprobiert zum Beispiel. Das funktioniert immer die ersten paar Monate vielleicht ganz, ganz gut. Ja, dann haben alle auch eine hohe Begeisterung. Langfristig funktioniert es eben nur, wenn ich wirklich mit Copy and Paste da einfach Informationen reinbringe. Wenn ich dann erstmal eine einzelne Datei hochladen muss und dann muss ich noch ein bestimmtes Format beachten und so weiter, dann funktioniert das eigentlich nicht. Wenn man das einfach macht, dann kann das echt eine sehr große Hilfe sein. Das sind so Erfahrungen, die wir über Jahre gesammelt haben. Okay. Frank? Best Practice sind immer schwierig. Das ist so ein Modewort. Ich denke ein Stück weit der Punkt, dass wir unsere PMs noch dazu anhalten, auch in verwandten Bereichen immer mal wieder ihre Projekte, ihre Initiativen vorzustellen, dass sie sich selber auch quasi Gedanken machen müssen, wie kommuniziere ich das eigentlich, wie bringe ich es rüber? Und daran natürlich auch wachsen, an dieser Aufgabe.
Also im Grunde genommen nicht nur am Schreibtisch zu sein und über Telefon und Mail die Geschäfte, sondern auch aktiv einfach eine Mannschaft interdisziplinär zusammenzuholen. Das kann Einkauf sein, das kann R&D sein, das können verschiedene Bereiche aus der Produktion sein und denen halt ihre Projekte vorzustellen. Das kommt sehr, sehr, sehr positiv an. Wir machen das so. Ich stelle direkt die nächste Frage hinterher, weil das passte schon. Wir hatten schon die Überleitung. Da macht man natürlich den Chat wieder auf für alle. Und zwar, ihr habt nämlich schon begonnen, kurz darüber zu referieren, dass ihr sagt, ja, es gibt aber nicht nur Projekte, die gut laufen oder Best Practices, sondern es gibt auch mal Dinge, die scheitern. Also Dinge, die man mal ausprobiert und irgendwie funktioniert das nicht. Und unser Anliegen ist auch heute, wir haben vorher darüber gesprochen im Team, euch auch nochmal was mitzugeben, weil ganz fantastisch, also wir haben auch schon ganz viele sozusagen Zuschriften bekommen, wenn ich meinen Arbeitsplatz wechsle, dann komme ich jetzt zu Otto Bock etc. Und also ganz viel Begeisterung und uns ist es aber ein Anliegen, nämlich ein Aber und es ist uns ein Anliegen, auch zu sagen, ja natürlich, das ist jetzt Begeisterung und das klingt alles toll, aber wie gesagt, wir haben auch zwei Welten hier oder wir haben mehrere Welten, unterschiedliche Welten. Also wir haben die Innovatoren und wir haben die Bewahrer. Wir haben die total super dynamischen, modernen Führungskräfte. Wir haben aber natürlich auch, sag jetzt mal, Führungskräfte vom alten Schrot und Korn, die hier noch unterwegs sind. Und wir haben Mitarbeiter, die fröhlich nach vorne gehen und bei allem mitmachen. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die sagen, nein, es ist alles wunderbar, so bitte lass es so, wie es ist. Ich möchte keine Veränderung. Also auch das ist alles im Unternehmen vertreten und genau das möchten wir ja auch zusammenführen. Das wollten wir euch nochmal mitgeben, einfach weil, wie gesagt, es gibt auch diese verschiedenen Facetten bei uns und wir wollen einfach live und authentisch und ehrlich sein und deshalb wollten wir das heute einmal platzieren. Und das führt mich auch zu der Frage, was gab es denn schon für Projekte, die einfach auch gescheitert sind, wo vielleicht auch Mitarbeiter gesagt haben, lass mich damit in Ruhe, will ich nicht, passt jetzt vielleicht auch gar nicht. Also ich gebe euch einfach was mit, was ganz oft auftaucht in den letzten Tagen. Wir wurden ständig gefragt, habt ihr ein ESN, wie kommuniziert ihr denn, also Enterprise Social Network, wie kommunizieren eure Mitarbeiter, wie unterhalten die sich denn? Und ich habe das große Glück, jemanden am Tisch zu haben, die erzählen kann, wie wir solche Versuche schon gestartet haben. Und deshalb würde ich jetzt einmal an Jeanette übergeben. Ja, also draußen außerhalb von Otto Bock ist natürlich alles, was Social Media Kommunikation auch im Unternehmen angeht, einfach ein Buzzword. Ne? Jeder macht es, jeder berichtet auch darüber, wie erfolgreich das an verschiedenen Stellen ist. Wir haben uns bei der Einführung des neuen Intranets aktiv dagegen entschieden, weil wir festgestellt haben, dass an ganz vielen Stellen, wo wir es im Kleinen probiert haben, sei es mit einem Blog, sei es mit einer minimalen Chatfunktion, wenn es im größeren Stil, also abteilungsübergreifend muss man dazu sagen, dann haben die Leute diese Funktion einfach nicht genutzt. Warum haben sie die nicht genutzt? Auf Rückfragen. Häufig hat ihnen die Zeit gefehlt, ihnen war nicht ganz klar, was sie überhaupt sagen durften oder nicht sagen durften. Also agieren sie da als Privatperson, als ich bin ich oder agiere ich da als Vertreter meiner Abteilung und muss bestimmte Sachen eben auch erst bewerten lassen, ob man das fragen darf, sagen darf, weil eben viele Sachen auch transparent waren und auch die Außenwirkung. Also es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass immer auch eine gewisse Angst mitschwingt bei den Mitarbeitern, wenn ich mich da zu sehr und zu stark engagiere im Lesen und Schreiben zu auch übergeordneten Themen, dass sich das dann negativ von der Führungskraft beäugt wird, weil man offensichtlich, sag das mal so platt, nichts anderes zu tun hat. Und wie gesagt, in den Beispielen, die wir hatten an den verschiedenen Stellen mit Blog- und Chatfunktion, hat es eben nicht funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, muss da erst die Kultur kommen. Also wir müssen da dran arbeiten, bevor wir dann mit der Technologie da weiter investieren und drauf aufsetzen. Ähnliches Beispiel bei uns, auch schon angeklungen, das Thema SharePoint, wo es um die Zusammenarbeit abteilungsübergreifend geht. Wo wir, denke ich, einfach den Fehler gemacht haben, zu viele SharePoints aufzumachen. Und dann letztendlich ja, dieses Thema nicht wirklich gelebt wurde. Wo man dann doch eher die bilaterale Kommunikation genutzt hat, bei E-Mail und einfach nicht genügend innerlich, nicht genügend Content und auch nicht genügend Anreiz da, wirklich den SharePoint zu nutzen. Du hattest ja eben schon was erzählt, du hattest ja noch ein Beispiel. Ja, also Tool-Einführung ist halt immer wieder das Thema. Genau. Ne? Also hatten wir eben schon. Nee, dann würden wir tatsächlich jetzt die Gelegenheit nutzen und wieder die Stimme an die Community zurückgeben und sind ganz gespannt auf eure Fragen. Traut euch.
Aufhalten und atmen. Ja, gut in der Zeit. Ah, natürlich. So, wenn sich keiner meldet, frage ich noch mal was. Und zwar hatten wir auch die Stelle, wo gefragt wurde, wenn wir Wikis nutzen, gibt es da eher wirklich nur die Konsumenten oder wie viele dieser Nutzer von Wikis auch sind denn tatsächlich aktive User, die auch Wissen geben und nicht nur konsumieren? Ah, da habe ich mal deine Auswertung dazu. Eher nicht, ne? Also ich kann nicht nur ein Gefühl äußern. Mhm. Also es ist so, dass vor allem die Initiatoren gefragt sind, also die das System aktiviert haben, dass die einen sehr großen Durchhaltewillen über die Zeit beweisen, ne? Weil die müssen die Vorbildfunktion da haben und müssen immer wieder die Leute motivieren. Also bei den UII und auch bei den Wiki-Themen ist immer so, es hat immer dann gut geklappt, wenn es Leute gab, die das Thema massiv beworben haben und massiv, also mit persönlicher Ansprache auch motiviert haben. Ja, trau dich doch mal, da was da reinzuschreiben. Du musst ja keine Angst haben, selbst wenn das der Geschäftsführer liest, das passt schon. Und wenn es da Leute gibt, die da dahinter stehen und die quasi die kritische Masse immer weiter reduzieren, dann funktioniert das gut. Also einfach nur ein System irgendwo hinzustellen und dann zu hoffen, dass da einer was einträgt, das funktioniert bei uns so nicht. Also man muss da schon die Begeisterung bei den Leuten wecken. Wie viel Prozent das jetzt sind, also da tue ich nicht schwer. Bei unserem Wiki in der internen Abteilung, da fangen wir gerade erst erneut mal mit dem neuen Tool jetzt an, das werde ich jetzt mal beobachten. Bei dem UII-System haben wir wirklich ein paar sehr begeisterte Leute und auch, wie es so, also viele Geschäftsführer machen da auch mit und beteiligen sich da und teilweise sind es auch private Dinge oder wo ist das beste Restaurant. Ne? Also ich finde, das hilft auch unheimlich, so diese Hürden abzubauen, wenn dann Geschäftsführer mal sagt, der Italiener da ist gut. Ja? Und das klappt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Aber es muss eben Leute geben, die da richtig dahinter stehen und auch eine Menge Durchhaltewillen haben. Das gehört dazu. Also kann ich nur zustimmen. Es braucht den oder diejenigen, die das Ganze treiben. Tatsächlich ist es bei uns häufig so, dass derjenige dann quasi andere verpflichtet. Ja, also gerade bei dem Abteilungswiki sich wirklich hinsetzt und sagt, du schreibst jetzt, weil du kannst es besser, du weißt es und das dann sukzessive Stückchen für Stückchen auch ein bisschen in die DNA mit übergeht und man weiß, man dokumentiert es, weil man an einer anderen Stelle auf eine andere Dokumentation angewiesen ist. Mhm. Das hilft, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, aber nichtsdestotrotz, wenn Zeitmangel ist, wenn Projekte zu viel werden, wenn es einfach eng wird, dann gerät es eben auch wirklich wieder leicht in Vergessenheit und dann braucht es diesen Treiber, der es nach vorne bringt. Mhm. Weitere Fragen? Caro hat eine, glaube ich. Ja, wir haben hier eine im Raum. Warte mal, hört man dich? Ja, ich wiederhole die Frage. Okay. Also wie fördert man das? Das ist auch eine interessante Frage, aber die Frage kam am Anfang schon auf. Also wie fördert man das Lernen auch bei Lehrern? Okay, dann wiederholen wir die Frage nochmal für alle, falls es nicht durchgekommen ist. Hier aus dem Raum kam über den Chat eine rein. Und zwar ist die Frage, wie nimmt man auch die älteren Mitarbeiter mit? Also wie fördert man da das Lernen? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Welche Gedanken habt ihr dazu? Schwierig, ich habe keine älteren Mitarbeiter. Ja, wie? Also ich muss auch gestehen, das war meine Überlegung, wie ich das aus der Theorie ja, sprechen, Altersunterschied. Ich bin ein älterer Mitarbeiter, wie würdet ihr mich mit ihm? Nein, okay. Aha. Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ne? Also es hängt halt davon ab, was diese Leute für eine Einstellung haben. Es gibt natürlich, also es hängt viel mit der intrinsischen Motivation der Leute zusammen, wie gut das funktioniert. Natürlich ist es so, und das denke ich, das wissen alle, die älter werden, dass man mit der Zeit vielleicht auch an einigen Stellen so ein bisschen auskristallisiert. Ja? Also da ist dann wenig mehr zu machen. Also da ist kristallines Wissen aufgebaut, das ist auch relativ starr und es ist über die Zeit sicherlich schwieriger, sich zu bewegen. Ja? Und was man machen kann, ist natürlich, dass man Leute immer wieder dazu ermutigt, sich in neue Situationen zu begeben, damit diesen Muskel der Lernfähigkeit weiter trainiert. Ja? Das ist gar nicht so eine Richtung auskristallisiert. Genau, das ist ein Beispiel, ja. Das ist Kristall im Muskel, na gut. Aber also es muss im Prinzip, also die Idee könnte vielleicht sein, und das hat sicherlich auch schon das eine oder andere Mal bei uns funktioniert im Unternehmen, einfach die Leute immer wieder mal in neue Situationen zu schmeißen, damit die eben nicht völlig auskristallisieren. Also dieses aus der Komfortzone kicken, meinst du? Ja, das ist ganz wichtig, genau. Und Kristall kann kein Muskel sein. Und eben Lernen ist für mich ein Muskel. Das ist ein Muskel, der täglich trainiert werden sollte. Und
Das ist genau, aber auch genau die Herausforderung bei älteren Mitarbeitern. Ich glaube aber nicht, dass es nur eine Frage deren Einstellung ist, sondern ich glaube, es ist eine Frage, wie gehe ich auf die zu? Mhm. Und ja, ich persönlich bevorzuge auch Teams, obwohl es jetzt bei mir nicht so ist, aus bestimmten Gründen, aber bevorzuge auch Teams, wo man wirklich ältere Mitarbeiter auch hat, wo man auf deren Erfahrungen zurückgreifen kann. Nicht im Sinne von alten Anekdoten, sondern im Sinne von Erfahrungen in verschiedenen, mit verschiedenen Situationen umzugehen, die auch wertzuschätzen. Und ich glaube, je mehr man diese Wertschätzung auch rüberbringt und die Einbindung ins Team auch gelingt, ist auch die Bereitschaft da, dem Team auch zu folgen. Sprich auch an dem Thema Weiterbildung aktiv teilzunehmen. Das wollte ich jetzt so auch nicht gemeint haben. Ne? Also die Kollegen, die haben ja viel Wissen, also viel Erfahrungswissen, das man sehr sinnvoll einsetzen kann. Ne? Man muss eben nur gucken, wie man das im Kontext der aktuellen Zeit dann richtig interpretiert. Ne? Ich fand das sehr schön, weil ein Kristall ist ja was Schönes. Das leuchtet, ist was Wertvolles, was Besonderes, aber es ist halt inert. Ja? Es bewegt sich nicht mehr. Ja. Und ich glaube, Wahrheit liegen. Also wie gesagt, mein Team ist auch relativ jung, deswegen mehr Theoretisches, aber im Austausch mit Kollegen ist es, glaube ich, einfach dem Punkten Raum zu geben. Das heißt, dass sie sich einbringen dürfen, dass sie ihre Sorgen äußern dürfen, was wir vorhin schon mal hatten, in Gesprächen, dass man das einfach auch mit aufnimmt, sich damit ein Stück weit auseinandersetzt und ihnen vielleicht auch mehr Unterstützung anbietet, wo sich jemand schwer tut. Mhm. Dass man eben vielleicht ein bisschen mehr Zeit anbietet oder eben zusätzliche Unterstützung, wären solche Sachen, die ich jetzt als Erstes tun würde. Und ich habe jetzt tatsächlich auch mal eine Antwort, das ist mir nämlich ganz wichtig. Weil ich zähle mich zu den älteren Mitarbeitern, 50 plus definitiv, und mich ärgert das immer rasend, wenn irgendwo dann wieder gesagt wird, ja, die Digital Natives und die 50 plus, die bewegen sich ja nicht mehr. Ich kann euch gerade nur sagen, ich bewege mich gerade in sehr vielen Kreisen, die sind 50 und 60 plus, und das sind im Moment für mich die digital fittesten Leute, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Also Wahnsinn. Und auf der anderen Seite habe ich das hier schon gehabt, ich habe dann mit Werkstudenten etc. gesprochen, habe mal geguckt, wo sind die gerade unterwegs, und wenn man da sagt, Twitter, Facebook, irgendwelche Social-Media-Kanäle, da guckt man in große Augen. Nein, weil da gar nichts ist. Also mein Appell ist wirklich, bitte habt keine Vorurteile, die sich auf das Alter beziehen. Ich finde, es ist eine Mindset-Frage, und von daher guckt doch einfach erstmal, wie ist derjenige unterwegs und wie offen ist er für Lernen und wie neugierig ist er. Es wird oft gesagt, die wollen nicht mehr, die können nicht mehr, aber die können auch alle ihr Smartphone wunderbar bedienen. Wenn ich an meine 76-jährige Mutter denke, die ihr Handy liebt und mir ständig WhatsApp-Nachrichten schickt. Ja, es kommt darauf an, ob jemand offen für das Thema ist. Und deshalb bitte ich wirklich alle in allen Unternehmen darum, da keine Schublade aufzumachen und zu sagen, wir müssen per se auf diese Gruppe schon mal anders zugehen, weil die ordnen wir so ein und denen schreiben wir dazu. Nein, frag die. Frag, wer hat Lust darauf, wer ist da schon unterwegs, wer hat Bock darauf. Und nehmen die erstmal mit, und die nehmen vielleicht die anderen auch mit auf die Reise. Und das war mir gerade ein Herzensanliegen, das hier zu platzieren. Das war ich ganz ehrlich. Weil ich ärgere das immer rasend, wenn überall steht, holt euch die Digital Natives ins Unternehmen. Natürlich tut das bitte, aber nicht immer unter der Voraussetzung, die wissen es am besten, sondern ganz viele Ältere sind auch super unterwegs. So. Und eine Frage haben wir noch, die würde ich gerne noch stellen, weil die finde ich auch mal sehr kreativ. Nämlich, ich bin jetzt die gute Fee. Und ich habe einen Zauberstab. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, über Nacht wirklich etwas zu verändern, was wir verändern möchten, auf einen Schlag, um halt Lernkultur hier zu etablieren, Ottobock ganz weit nach vorne zu bringen, was wäre das eine Ding, was sich über Nacht verändern müsste in euren Augen? Also jeweils bitte einmal kurz nachdenken, wir haben wieder Pause zum Atmen. Und schauen dann mal, welchen Wunsch ihr an die gute Fee aussprechen würdet. Wer mag beginnen werden? Ich glaube, das ist ein Stück weit unternehmensspezifisch. Wir sind gerade in einem Veränderungsprozess mit Investoren, wo der Inhaber Anteile des Unternehmens abgeben möchte. Das ist ein Prozess, wo es gerade im Management nicht so ganz einfach ist, vor die große Öffentlichkeit zu treten und offen über alle Dinge zu sprechen. Aber ich glaube an den alten Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Ich glaube, wenn wir ein klares Bild zeichnen können für die Zukunft des Unternehmens. Wo geht's hin? Was ist unsere Zukunft im Unternehmen? Was ist unsere Perspektive? Was sind die Felder, die wir bespielen wollen? Ich glaube, dass, und auch damit klar sagen, was wir eigentlich für Erwartungen dann auch an die Mitarbeiter haben, glaube ich, setzen wir damit auch ein Zeichen, zum Beispiel im Sinne von der Roadmap 22, wenn man die sauber erklärt wird und als roter Faden, als Leitfaden dienen kann, unsere strategische Roadmap, dass dann auch die Mitarbeiter gerne folgen wollen. Ja, das ist wie eine Einladung. Das,
Das ist jetzt für uns ein spezieller Schritt, weil da ist einfach noch vieles natürlich in Bewegung. Und ich verstehe das auch, dass wir vieles noch nicht kommunizieren können. Aber das ist, glaube ich, um auch Ottobock 4.0 darzustellen, eine okay. gute Voraussetzung, auch als Mitarbeiter gerne folgen zu wollen. Okay, danke. Ja, also ich würde mir wünschen, also wir haben so viele tolle Sachen gelernt, ja, dass wir sie so festhalten können, dass wir sie jederzeit wieder abrufen können. Aha, okay. Und dass wir vor allen Dingen aus den Fehlschlägen, also aus den Fehlern lernt man, finde ich, am besten. Ne? Das muss man aber immer wieder in die neuen Teams reinbekommen, dass sie daraus lernen können. Wenn wir das hinkriegen, das wäre ein ganz toller Hebel. Und wenn wir dabei diese Balance schaffen zwischen dem völlig Neuartigen und dem Erfahrungswissen, dass wir das alles nutzen. Dankeschön. Ja, und mein Wunsch ist eher wahrscheinlich auch persönlich getrieben, dass es mehr Wertschätzung für das situative, kindliche Lernen gibt. Also nicht nur immer alles in Dokumentation zu kippen, in Formate, in einen Tag Schulung, was häufig auch von Mitarbeitern eher gewertschätzt wird als wirklich die Förderung am Kleinen. Heißt wirklich, ich habe eine Fragestellung, ich kriege den Raum dafür, eben zu googeln, mich kurz schlau zu machen, die Ideen einzubringen, weil das sind vielleicht in dem Moment nur kleine Schritte, aber insgesamt einfach hat das ganz große Wirkung. Ja. Und da würde ich mich freuen, wenn es dafür mehr Offenheit, mehr Wertschätzung gibt. Dankeschön. So, jetzt schauen wir nochmal, welche Fragen ihr noch habt. Für die letzten 4 Minuten, sagt die Uhr. Okay. Wir sollen atmen. Erstmal ein großes Dankeschön. War ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Wenn ihr an die Älteren denkt, vergesst mich nicht. Ich werde in 14 Tagen 80. Juhu, Herbert! Wow. Komm vorbei. Okay, danke. Seid eingeladen. Ich habe hier in den Chat reingeschrieben, also für diesen Wissensaustausch, den ihr da plant, mit Design Thinking angehen. Und ich habe noch zusätzlich reingeschrieben, einen separaten Chat auf einer Videoplattform mit Beteiligten, nämlich mit den Alten, wie lernen die? Ich kenne eine ganze Menge, weil wir beschäftigen uns mit dem Thema sehr ernst, weil wir setzen ein Bundesmodellprogramm fort und versuchen, das zu relaunchen. Und da ist die Zielgruppe wirklich die Ü60. Ja, also die lernen sollen fürs bürgerschaftliche Engagement, also nicht im Betrieb mehr, sondern im bürgerschaftlichen Engagement. Und da könnten wir, Martina, wir bleiben ja eh in Kontakt über den Slack, können wir uns mal austauschen, wie wir sowas auf den Weg bringen. Genau. Also weiterhin euch viel Erfolg. Also ich Dankeschön. Danke. Bock nicht, aber ich finde es ganz toll, was ihr macht. Danke, Herbert. Dankeschön. So, dann schauen wir mal, wer denn noch? Welche Fragen okay, haben vielleicht noch eine Beobachtung von mir. Mhm. Es gab ja eine lange Diskussion über Wikis, Enterprise Social Networks, Zusammenarbeit, internes Facebook. Und ihr habt beschrieben, dass ihr da ein bisschen vorsichtig an das Thema rangeht. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen bei der Präsentation, ihr habt mindestens in der Stunde 10 tolle Fallbeispiele eigentlich genannt, wo man eigentlich genauso was machen könnte. Ob das jetzt, weiß ich was, die Wissensmanagement-Calls sind, die man viel besser über so ein Enterprise Social Network durchführen und dokumentieren können. Ob das Kanban-Board ist, ob das der Informationsaustausch ist. Also es gibt jede Menge Beispiele und vielleicht muss man einfach mal den Fokus nochmal verändern, weg von dem, da tauschen Leute aus und quatschen und blocken eigentlich zu dem, da kann man wirklich drin arbeiten, da kann man wirklich Themen eigentlich erledigen, da kann man Nutzen fürs Unternehmen schaffen. Und ihr habt da tolle Beispiele, die man wahrscheinlich noch viel besser machen könnte, veredeln könnte, wenn man sie auf so eine Plattform bringt. Danke, Joachim. Ja, okay, alles klar. Gedankenanstoß ist immer angekommen, glaube ich. Genau. Nehme ich mit. Genau. Was haben wir denn noch? Wenn sich keiner traut, dann hätte ich noch was von der Henriette. Die hat nämlich ganz zu Beginn gefragt, wenn wir über Lernen sprechen, geht es dann nur um Faktenwissen bei uns oder ist es dann auch daran gedacht, an die Erweiterung von praktischen Fähigkeiten oder auch soziales Lernen oder um besserer Umgang miteinander? Definitiv auch Letzteres. Alles würde ich sagen, ja. Alle Bereiche. Es ist immer ein Zusammenschluss, weil faktisches Lernen, das ist das, was ich am Anfang meinte mit diesem Schulischen. Ne? Ich sitze da, haue mir irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten rein, ist eben heute einfach nicht mehr insofern sinnvoll, als dass spätestens dann, wenn ich es anwenden muss, eigentlich die wirkliche Fragestellung aufkommen. Und deswegen gerne situativ, gerne soziales Lernen,
Ja, absolut. Das können, persönlich, das können auch persönliche Themen sein, die man mal bespricht, was auch wieder Nähe darstellt. Und natürlich auch Dinge wie Konfliktmanagement. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie kann man das moderieren? Wie kann man Einfluss nehmen im positiven Sinne? Ja. Die Leute eben einfach in Situationen bringen, wo sie auch über sich hinauswachsen müssen, wo sie lernen können. Ne? Genau, das ist Leadership. Ja. Okay, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, Punktlandung. Und wir danken euch sehr herzlich wieder, wie gesagt, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Und auch schon mal einen lieben Gruß an alle, die es später als Recorded Session auf jeden Fall gesehen haben, dass auch ihr das nachträglich gemacht habt. Ja, und das gesamte Team von Otto Bock wünscht euch noch einen wunderschönen Tag, eine tolle Restwoche und sagt Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Joachim, abstellen. Tschüss, bis Freitag dann.